Hallo, grüß euch. Da bin ich wieder, der Pistingtaler Schatzsucher. Saison beginnt, suchen wieder, heute ist ein bisschen frisch. So 18 bis 20 Grad. Ja, gehen wir wieder im Wald suchen wieder. Ich war schon mal da auf der Wiesen und versuche trotzdem mein Glück da. Wie gesagt, ein bisschen bewölkt. Aber wenn wir schauen da, dass wir da ein paar Münzen ausziehen oder andere Sachen. Schrott gehört auch dazu, eh klar. Ja, schauen wir mal, was da ist. Wieder unterwegs, ich alleine mit meinem Suchgerät Eurotec Pro. Mit meinem Schaufel. Ja, Handschuhe, was dazugehört alles. Pinpointer, alles, was ich habe. Und die Kamera, sonst könnte ich nicht filmen da. Ja, dann schauen wir mal auf den Fund. Ja, schauen wir mal, was losgeht, gell? Bis dann, Teil 1. So, da bin ich wieder. Haben wir kurz einen Rast gemacht mit dem offenen Ding. Man dachte, macht das Signal das Suchgerät halt da. Ein bisschen habe ich schon ausgeräumt. Da schau her. Eine alte Medaille. Die schaut geil aus. Heiligen Dreifaltigkeit, Gös Weinstein. Na, schaut das mega aus. Ist auch mit 93 reingesprungen. Wahnsinn, könnte sogar silber sein. So wie das ausschaut. Ja. Geil. Und das beim Baum gleich da. War gar nicht tief drinnen. 10 cm, 15 cm. Geil, geil, geil. Heiligste Dreifaltigkeit. Gös Weinstein. Na cool. Dann habe ich noch ein zuerst da gefunden. Das muss ich auch noch zahlen. Und zwar sowas da. Diesmal aber mit dem kompletten Dings drauf. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Auf zum nächsten Fund. So, jetzt bin ich fertig. Ein paar Runden gemacht. Dort, wo ich zuerst die Medaillon gefunden habe. 10 Meter weiter, schaut her. Ein Goldring. Ein alter Goldring. Wo bist du? Da bist du. Ganz grünspanig, ist ein Stempel drinnen. War ziemlich tief drinnen, 35 cm. Ja, das sind die Funde, die ich gefunden habe. Alte Schnallen. Ja, das ist halt, was ich halt gefunden habe heute. Schwülis. Zeige ich noch einmal das. Das ist ein ganz schöner Dicker. Schnallen, alte. Dann halt erste Mal mit dem Dorn hinten drauf, sonst habe ich mal ohne gehabt. Wie gesagt, das ist mein Fund heute. Hat sich ein bisschen ausgezahlt. Ich war von 12 bis über 3, 20 vor 3 kann man sagen. Ja, das ist mein Fund heute. Ja, allein nicht der Goldring ist schon was wert. Ein bisschen was, nicht viel. Gefunden ist gefunden, liegt da schon ziemlich lang schon drinnen, gell? So Leilen, ja.
Hoffentlich hat euch das Video ein bisschen gefallen. Ja, dann sage ich danke fürs Zugucken. Ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Und sage halt danke nochmal. Daumen hoch oder runter, wie es euch Spaß macht. Danke noch, bis zum nächsten Mal. Euer Bistingtaler Schatzsucher. Gell? Tschüssi, danke noch und Babali.